Hi, mein Name ist Dedu und ich freue mich, dich über die nächsten paar Wochen auf eine Reise mitzunehmen. Und zwar, vielleicht hast du mich da auch schon gesehen in verschiedenen Videos. Ich bin Yogalehrerin und versuche dir die Welt aus dem Yoga ein bisschen näher zu bringen, aber auf sehr einfache Art und Weise, um dir auch zu zeigen, dass Yoga wirklich auch Teil von deinem Alltag kann sein, ohne dass du dich musst in einen Brezel begeben und irgendwelche komische Körperpositionen musst machen, sondern dass wirklich auch Yoga kann hilfreich sein im Leben und so dir Inputs kann geben auch für dein eigenes Leben. Es ist noch spannend, wenn wir schauen im Yoga, dann schauen wir eigentlich auch die ganze Welt an und auch all die verschiedenen Elemente, die wir haben in der Welt aussen, finden wir auch in unserem Körper. Und wir reden so vom Makro- und ein Mikrokosmos und wir sind eine Art wie ein Mikrokosmos, haben eigentlich alles, was es in der Welt draussen gibt, tragen wir auch in uns hinein. Und so kannst du dir wirklich vorstellen, dass zum Beispiel, wenn wir rausschauen und irgendwie Seen und Bach sehen, so haben wir auch in uns ein Element vom Wasser. Das heisst, es fließt, wir haben Blut, das in uns hinein fließt, wir haben so Wasser, wo unser Körper besteht, ja mehrheitlich aus Wasser. Wir haben aber auch das Element vom Feuer in uns hinein, das merkst du besonders, wenn du schwitzt oder heiß hast, dann wird es dir nämlich richtig warm und dann spürst du die Kraft vom Feuer in dir. Gleichzeitig aber auch müssen wir alle atmen, zum Überleben und zum Luft ein- und ausatmen. Und da sehen wir das Element von der Luft, das wir auch in uns hineintragen. So eben wie alles in der Welt draussen einen Sinn und einen Ort hat, so hat das auch in unserem Körper, ist wirklich all das vorhanden und hat, jedes Element hat so eine eigene Energie oder man könnte sagen, eine eigene Qualität. Und es wäre doch lässig und schön, so die verschiedenen Qualitäten und Energien in uns hinein ein bisschen besser kennenzulernen. Und darum werden wir über die nächsten paar Wochen uns mit diesen verschiedenen Essenzen, Energien, die aus diesen Elementen entstehen, werden wir uns mit denen befassen. Ich freue mich auf die nächsten paar Wochen, um mit dir auf die Reise zu gehen und den Energiekörper ein bisschen besser kennenzulernen.